Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IIS hier in Erlangen gibt uns einen starken Partner, mit dem wir die digitale Pathologie weiterentwickeln können. Wir bringen unsere Expertise als Pathologen in diese Kooperation ein und Fraunhofer IIS entwickelt für uns digitale Programme für die tägliche Diagnostik. Damit können wir als Uniklinik mit einem starken Partner die digitale Pathologie weiterentwickeln und vorantreiben. Die größte Herausforderung in der Pathologie liegen darin, dass es zu wenig Pathologen gibt und auch der Nachwuchs immer schwieriger zu finden ist. Und das geht einher mit immer mehr Biopsien, die der Pathologe befunden muss. Das liegt vor allem auch daran, dass neue Therapien, insbesondere auch in der Krebsbehandlung, eingeführt werden. Und diese Therapien brauchen den Pathologen, der Biomarker bestimmt, auch quantitativ. Und auch das führt dazu, dass die Arbeitsbelastung immer weiter steigt. Als Lösungsmöglichkeiten erhoffen wir uns aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Fraunhofer IIS, dass Analysetools uns da unterstützen und eben den gesteigerten Workflow besser abarbeiten lassen. Wir werden nicht nur das Mikroskop nutzen, sondern daneben auch den Monitor und den Rechner und eben dort diese Analysen auswerten. Und der neue Workflow wird uns helfen, eben komplexere Zusammenhänge schneller zu beantworten und damit einfach auch ökonomischer zu sein. Wenn wir eine neue Bildanalyse angehen, dann überlegen wir zunächst mal, ob wir eher die klassische Bildverarbeitung nutzen, also Machine Vision Techniken, oder ob wir halt Methoden der KI einsetzen. Wenn es um Analysieren von Bildern geht, sind es oft sogenannte Convolutional Neural Networks, CNNs. Und damit kann man dann beispielsweise Zellen erkennen, zum Beispiel Tumorzellen von gesunden unterscheiden oder auch Gewebe klassifizieren. Aufgrund der langen klinischen Erfahrung in der Diagnostik in der Pathologie wissen wir, welche Biomarker entscheidend sind und welche für die Therapie relevant sind und welche Strukturen wichtig sind. Und diese Erfahrung fließt dann in die Aus- und Weiterentwicklung der Software ein und damit unterstützen wir die Kollegen beim Fraunhofer IIS. Ja, die Kooperation hier mit der Uniklinik Erlangen vor Ort ist für uns natürlich immens wichtig. Zum einen, klar, die Bildanalyse kann nur so gut werden, wie sie trainiert wird. Dafür brauchen wir die Pathologen, das können wir natürlich nicht selber. Zum anderen kommen aber von da natürlich auch die Proben. Gerade wenn man KI nutzt, braucht man ungeheure Datenmengen und da sind hier wirklich ausreichend vorhanden. Unsere Software hat verschiedene Apps für die verschiedenen Fragestellungen. Und wenn wir jetzt eine neue Fragestellung angehen, also eine neue App entwickeln, dann ist eigentlich das Erste, was wir machen, dass wir uns mit dem Dr. Gebhardt zusammensetzen und uns erklären lassen, worauf es überhaupt ankommt, was muss die Software, was muss die KI am Ende sehen und erkennen. Das wissen wir natürlich nicht selber, da sind wir auf die Pathologen angewiesen. Dennoch ist es dann ganz entscheidend, dass auch wir verstehen, worauf es denn ankommt, damit wir auch mitdenken können. Im Kern geht es eigentlich immer darum, Zellen, Zellstrukturen, Geweben zu erkennen, zu unterscheiden auch manchmal, also zu klassifizieren, also unterschiedliche Zellen beispielsweise auseinanderzuhalten. Ja, und wenn das mal funktioniert, dann ist das eben sehr skalierbar. Ich kann das also dann in ganzen Whole Slide beispielsweise für Tausende von Zellen automatisch durchführen, was für einen Pathologen natürlich überhaupt nicht machbar wäre. Ja, die Herausforderungen in der Implementierung der digitalen Pathologie liegen vor allem darin, dass der Workflow im Institut für Pathologie vollständig auf den Kopf gestellt wird. Die Schnittpräparate müssen eingescannt werden und es entstehen sehr große Datenmengen, deren sichere Speicherung natürlich auch relativ hohe Kosten verursacht. Gibt es natürlich auch Pathologen, die Angst haben, dass die künstliche Intelligenz sie überflüssig macht. Das ist aber genau umgekehrt. Die künstliche Intelligenz kann den Pathologen unterstützen bei einfacheren diagnostischen Aufgaben oder Quantifizierung bestimmter Biomarker, sodass sich der Pathologe dann auf die schwierigen und komplexen Fälle konzentrieren kann.